Ein Chanel-Duft, der sich verlaufen hat in einen anderen Flakon, so würde ich das sagen. Und du bekommst so einen geilen Duft. Ich finde, der ist underrated. Also wenn du den Duft trägst, dann wird jeder denken, du trägst irgendeinen teuren Nischenduft. Aber du wirst wissen, okay, im Kopf, ich habe nur 30 Euro oder 35 Euro dafür gezahlt. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich liebe es, über Parfüms zu sprechen. Für die, die mich schon kennen, danke, dass du wieder dabei bist. Denn heute geht es um Düfte, die günstig sind, aber trotzdem eine Top-Empfehlung von mir bekommen. Also ein Angelina Patchouli-Stempel. Und ich zeige dir jetzt heute, mit welchen Düften du das locker hinbekommst. Den ersten Duft, den ich dir zeigen möchte, ist der hier, und zwar ist das Club de Nuit Woman von Armaf. Die Flakons von Armaf sehen öfter mal so aus. Ich zeige euch nachher noch einen von Armaf, weil das sind günstige Düfte, die es wirklich in sich haben. Und so ist auch der hier. Das hier, ich glaube, ich habe den Duft schon mal in einem Video präsentiert. Das ist ein femininer Duft und der geht stark in die Richtung Coco Mademoiselle von Chanel. Boah. Ich kriege jetzt hier gerade diese Wolke ab. Das ist ein sehr femininer Pfirsich-Mandarinen-Duft. Also wenn du sehr weiblich riechen möchtest, also top, top, top weiblich, dann teste diesen. Der kostet nur, ich glaube, 28 Euro habe ich für den gezahlt. Das sind 100 Milliliter und du wirst irgendwie nach einem Chanel-Duft riechen. Ich glaube, ich hätte den auch in ein Dupe-Video reinnehmen können, weil der geht schon sehr stark in Richtung Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Ich finde nur, der hier ist ein bisschen fruchtiger. Das ist ein Mandarinen-Pfirsich-Duft mit Moschus in fruchtig. Der Duft gibt auch sehr viele Komplimente. Am allerersten Tag, als ich diesen Duft getragen habe, habe ich sofort schon Komplimente dafür bekommen. Das heißt schon mal was. Und ich finde, das ist jetzt ein Duft, der jetzt, er ist sehr feminin, aber das ist jetzt kein roter Lippenstiftduft. Das ist jetzt kein High-Heel-Duft. Das ist eher so ein sehr sexy, femininer Duft, aber eine Frau, die vielleicht eine sehr enge Jeans anhat, mit coolen weißen Sneakern, irgendwie in lässig. Genau, so kommt der Duft bei mir irgendwie rüber und Haltbarkeit ist auch top. Also ihr werdet diesen Duft mindestens 6 Stunden wahrnehmen. Die Sillage am Anfang ist auch top, also der performt gut. Genau, Kaufempfehlung für 28, 25 Euro. Ich weiß nicht, auf Amazon habe ich den gekauft. Kannst du nichts falsch machen und du wirst teuer riechen. Du wirst teuer riechen für einen geringen Preis und du hast sehr viel Parfüm in diesem Flakon. 100 Milliliter, ich glaube das sind 100 oder 110? 105 Milliliter, sorry, 105 Milliliter. Top-Empfehlung, weiter geht's zum nächsten Duft. Der nächste Duft ist dieser hier und zwar ist es Jil Sander Sun. Das ist ein Duft, den gibt es schon ewig. Der ist schon etwas älter. Also ich habe jetzt hier 2 Flakons, ich habe sogar einen dritten gehabt, den habe ich entsorgt. Der ist fast leer, den habe ich jetzt nachgekauft. Der ist so günstig und du bekommst so einen geilen Duft. Ich finde, der ist underrated. Der ist unterbewertet. Der müsste viel höher bewertet sein, weil das so ein geiler Duft ist, der eine Top-Haltbarkeit hat, Top-Sillage und der hebt sowas von deiner Stimmung. Also der Duft. Ich glaube, ich habe ein paar Prozente gehabt. Es gibt ja öfter mal Prozente bei Flaconi zum Beispiel. Ich habe 13 Euro dafür bezahlt. 13 Euro für so einen tollen Duft. Das ist Sonnencreme in einer Flasche. Ich finde, der Flakon sieht auch aus wie eine Sonnencreme-Flasche und der erinnert mich einfach total an Sommer, Sonne, gute Laune. Das Ding hebt deine Stimmung und ist sehr süß mit irgendwie einer floralen Note, aber die florale Note, die wird so von dieser cremigen Sonnencreme-Note irgendwie übertönt, aber sie ist trotzdem da. Und der Duft, also damals, ich habe ihn zu Studienzeiten getragen, fast jeden Tag. Ich hatte damals nicht so viele Düfte und ich habe ständig Komplimente dafür bekommen. Und das war so mein Duft, das war so der Angelina-Duft. Ich habe ihn morgens aufgesprüht und der war nachmittags immer noch da. Also Top-Empfehlung, wenn ihr einen Duft möchtet, der stundenlang hält. Ich würde sagen, mindestens 6 Stunden hält er mindestens. Ich glaube sogar noch länger. Für 13 Euro oder 15. Lass es 20 Euro sein, aber ihr kriegt hier 100 Milliliter, sind das glaube ich, ah nein, 75 Milliliter, trotzdem top. Trotzdem top, 75 Milliliter für den Preis und ihr werdet sehr sexy, süß, sommerlich riechen. Hebt deine Stimmung.
Mit Sicherheit hebt dieser Duft deine Stimmung. Genau, Kaufempfehlung für dich, teste den mal. Für den Preis top. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste ist wieder von Armaf. Ihr seht den Flakon, der sieht aus wie der vorhin. Also die Form ist oft gleich bei den Armaf Düften. Ich habe auch den Club de Nuit Intense Man. Das ist der Aventus Dupe. Das hier ist auch ein Dupe, das ist Club de Nuit Intense. Ohne Man, sind wieder 105 Milliliter und oh, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist schon wieder irgendwie ein Dupe. Ich hätte auch ein Dupe-Video draus machen können, aber er ist so, ja, okay, ich sprühe jetzt erstmal. Das hier ist ein sehr orientalischer Nischenduft für, ich glaube, 32 Euro, 35 Euro, vielleicht sogar 30. Gibt es auch auf Amazon. Ich habe den schon eine sehr lange Weile. Noir de Noir von Tom Ford. Wenn der Duft dir was sagt und der Duft war dir immer zu teuer, kauf einfach den. Dann hast du einfach Tom Ford in 105 Milliliter für einen sehr geringen Preis und du wirst den Unterschied fast nicht riechen. Der Duft riecht ein bisschen süßer als Noir de Noir, aber trotzdem. Der ist orientalisch, vanillig, irgendwie riecht er nach Rose. Ich glaube, Oud ist auch enthalten, aber riechst du fast nicht raus. Er riecht sehr würzig und für mich riecht der Duft irgendwie nach Mondlicht. Irgendwie riecht dieser Duft nach Mondlicht. Der hat so was Mystisches, aber in sehr süß und tief. Also wenn du den Duft trägst, dann wird jeder denken, du trägst irgendeinen teuren Nischenduft. Den wird man nicht unterscheiden können von irgendwas anderem teuren. Aber du wirst wissen, okay, im Kopf, ich habe nur 30 Euro oder 35 Euro dafür gezahlt. Und du wirst sehr lange was davon haben. Die Haltbarkeit und Sillage von dem Duft ist top, top, top. Der hält ewig. Der hält mindestens 7-8 Stunden. Und auf der Kleidung sowieso länger. Also ich hatte den auf einem Pulli drauf und am nächsten Tag habe ich den immer noch gerochen. Damit kannst du nichts falsch machen. Also wenn du schon immer auf der Suche warst nach einem nischigen Duft, irgendwas Besonderes, der Duft ist besonders, besonders, teste ihn für das Geld, da kannst du nichts falsch machen mit. Und ich finde den Flakon auch irgendwie schön. Ich finde den Flakon, der hat was. Manche sagen, ja, der sieht irgendwie günstig aus, aber ich finde trotzdem, der ist irgendwie so goldschwarz. Ich finde, der macht sich gut in meinem Regal und deswegen, genau. Würde ich immer wieder nachkaufen. Wenn der leer ist, würde ich den wieder nachkaufen. Top Empfehlung für dich, werde ich alles unten verlinken. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Duft ist von Madonna. Der ist sehr, sehr günstig, wenn ihr den noch ergattern könnt. Ich glaube, der Duft wurde eingestellt. Das ist Truth or Dare. Wahrheit oder Pflicht von Madonna. Und der Flakon sieht schon mal sehr geil aus. Irgendwie sieht er nach so was Kirchlichem aus mit diesem Kopf, soll das eine Krone sein, irgendwie sowas, so katholisch sieht dieser Duft aus. Der Duft, also der ist schon fast leer und ich muss schauen, dass ich den irgendwie online nochmal bestellen kann oder so, weil der hier wird auch unterschätzt. Das ist ein Duft, der ist sehr süß, sehr tiefgründig und hat, finde ich, Madonnas Arroganz in diesem Flakon eingefangen. Das ist so ein arroganter Frauenduft, der ist arrogant. Süß, arrogant und ich rieche sogar auch Honig und irgendwas leicht Florales und so ein bisschen, also nur ein bisschen, Bubblegum. Irgendwie rieche ich da auch Bubblegum, aber ein arroganter Kaugummi. Kann man das so sagen? Hey, Leute, der wird sowas von unterschätzt, dieser Duft. Der ist jetzt auch schon fast leer. Ich habe jetzt hier das letzte hier rausgesprüht, aber Madonna hat das sehr gut hinbekommen. Das ist ein sehr sexy, geheimnisvoller Duft. Ich habe es gerade gesagt und ich glaube, ich habe für den damals nur 25 Euro bezahlt. Also wenn ihr den Duft findet online, kauft den. Ich finde, der ist definitiv ein Kauf wert für den Preis, aber auch nur, wenn du süße Düfte magst. Süß, honigmäßig. Ich hatte es gesagt, eben mit Bubblegum und irgendwas Florales hat er. Und wenn du riechen möchtest wie Madonna in ihrer Blütezeit, gepackt in Arroganz. Also du sprühst hier Arroganz auf dich. Madonnas Arroganz kommt aus diesem Flakon raus, hatte ich erwähnt. Teste den. Ja, weiter geht's zum nächsten. Ich werde, glaube ich, jetzt nach dem Video mal gucken, ob ich den online irgendwie nochmal beschaffen kann. Weil geiler Duft. Geiler Duft. Ich finde ihn sehr geil.
Der nächste Duft ist wieder in einem weißen Flakon. Ich glaube, dieses Video hätte ich irgendwie weiße Flakondüfte nennen können. Das ist White Soul von Ted Lapidus. Ich hatte den Duft, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, in welchem Video hatte ich den erwähnt. Für diesen Flakon habe ich, glaube ich, 25 Euro gezahlt. Oder sogar 20. Also das sind auch nur 30 Milliliter, aber das ist Eau de Parfum. Und der Duft haut rein. Der hat es wirklich in sich. Und der wurde mir schon ab und zu nachgekauft. Und ich hatte auch schon sehr viel Feedback bekommen, dass der Duft der Hammer ist. Also wirklich der Hammer. Und das stimmt. Das hier könnte ein Chanel-Duft aus der Exklusivreihe sein. Wenn du nicht weißt, dass das Ted Lapidus ist, würdest du sofort denken, das ist ein sehr teurer Chanel-Duft. Nicht der normale Chanel-Duft, den du in der Drogerie kaufen kannst. Nein, das ist der Duft, den du nur kaufen kannst in ausgewählten Parfümerien oder bei Chanel selber. Diese Exklusivreihen, Coromandel zum Beispiel. Der Duft geht in Richtung Coromandel von Chanel, aber ist würzig, süß, aber irgendwie auch cremig und sehr geheimnisvoll. Und der hat irgendeinen Sexappeal wieder da drin. Der ist irgendwie so, das ist so ein Zwinkerduft für Frauen. Zwinkernde Frauen. Das ist aber auch ein Duft, der jetzt nicht jugendlich ist. Also das ist eher so eine gestandene Frau, die auch einen Chanel-Anzug trägt. Eine Chanel-Handtasche. Gehobene Klasse, würde ich sagen. Also definitiv gehobene Klasse. Wenn du den Duft trägst, wird jeder denken, du hast sehr viel Geld für dein Parfüm ausgegeben. Auch wenn es nicht so ist. Ja, und die Frau, die ist jetzt... Also ich stelle mir da jetzt wirklich eine Frau im Chanel-Anzug vor. Also auch so klassisch. Die muss jetzt nicht alt sein. Es kann auch eine etwas jüngere Frau sein, aber mit Klasse. Roter Lippenstift weiß ich nicht. Da würde, glaube ich, einiges passen. Aber eben cremig, würzig... Chanel einfach. Das ist irgendwie Chanel. Ein Chanel-Duft, der sich verlaufen hat in einen anderen Flakon. So würde ich das sagen. Genau, für 20 Euro, ich glaube 100 Milliliter kosten 30 oder so. Also du kannst damit nichts falsch machen. Wenn du einen günstigen Duft suchst, der irgendwie cremig, würzig ist, dann teste den. Top, top Empfehlung. Weiter geht's zum nächsten Duft. Der nächste Duft ist von Burberry und zwar ist das Weekend. Und der Duft, den gibt es auch schon so lange und der ist sowas von underrated, wieder unterbewertet. Und der ist so günstig. Also ich hatte jetzt sogar mit meiner Schwester zusammen 100 Milliliter nachbestellt. Das sind, glaube ich, 50. Das sind 50 Milliliter. Ich hatte 100 Milliliter nachbestellt, weil mit dem Duft kannst du nichts falsch machen. Und der ist auch so günstig. Der kostet... Ich glaube, wir haben ein gutes Schnäppchen gemacht. Wir haben 30 Euro gezahlt für 100 Milliliter. Weekend Burberry. Der Duft, den musst du kennen. Also wenn du frische, blumige Düfte magst, die irgendwie so hell und rein und irgendwie so sauber riechen, dann teste auf jeden Fall Weekend von Burberry. Ich rieche jetzt hier, oh, ich kriege jetzt hier gerade diese Wolke ab. Warum wird der nicht so oft gezeigt? Ich verstehe es nicht. Das ist so ein Top-Duft. Wenn du Chloé magst, der geht in die Richtung. Der geht definitiv in die Richtung. Und ich finde, das sind Glückshormone in einem Flakon. Und der Name ist auch Programm, Weekend. Ich finde, der Duft riecht nach einem Sommerwochenende. Also im Sommer ein Wochenende, an dem du irgendwas Cooles unternimmst. Irgendwie, vielleicht rennst du durch eine Blumenwiese in einem frisch gewaschenen weißen Sommerkleid. So riecht dieser Duft für mich. Unterbewertet. Haltbarkeit bei dem, top, top. Also Sillage auch top, der füllt Räume. Die Sillage, die hält, also den nimmst du wahr, den nehmen deine Mitmenschen nehmen den wahr mindestens 5 Stunden. Und das ist für so einen günstigen Duft schon echt top. Haltbarkeit ist länger, also ich würde schon sagen, mindestens 8 Stunden nehme ich den wahr. Auf der Kleidung sowieso, ich glaube Sillage ist sowieso auch länger da, als ich jetzt vielleicht hier gerade bewerte. Ich muss den jetzt nochmal genau testen. Es ist jetzt nicht mehr so viel drin. Ich hatte den jetzt ehrlich gesagt in den letzten Monaten gar nicht mehr so getragen, aber... Ich musste diesen Duft in dieses Video reinnehmen. 100 Milliliter sind unterwegs zu mir. Top Empfehlung. Wenn du einen günstigen Duft möchtest, der auch sehr viele Komplimente bringt, der, ja, du wirst Komplimente dafür bekommen. Und das ist ein Duft, den kannst du sogar locker verschenken, der kommt bei jedem gut an. Floral, frisch, blumig, so weiße Blüten kommen mir da jetzt in den Sinn. Weiß. Der Duft ist weiß.
wie die ganzen Flakons, die ich jetzt gerade gezeigt habe im Video. Irgendwie passt das jetzt so gut. Genau, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, ein paar Düfte zeigen, die günstig sind und die du dir definitiv angucken musst, die underrated sind, die andere vielleicht so noch gar nicht gezeigt haben, aber die müssen in dieses Video, weil die so top sind. Und genau, falls du die getestet hast oder diese Düfte vielleicht sogar schon hast, dann schreib mir in die Kommentare, schreib mir mal deine Meinung dazu. Lass mir einen Daumen nach oben da, falls dir dieses Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!